Hallo und Servus zur ersten Ausgabe von Kanal 3 Obersteiermark in diesem Jahr. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Und was es diese Woche alles Neues für Sie gibt, das zeigen wir Ihnen in der Themenübersicht. Das doppelte Lottchen, Kinderstück der Theo-Studio-Bühne. Fiesrennen in Obdach und im Interview der Woche Bettina Seematter. Es ist bereits zur Tradition geworden, dass man bei der Deo-Studio-Bühne zwischen Weihnachten und Silvester zu einer Premiere eines Kinderstücks einlädt. Heuer hat man sich für das erstmals 1940 aufgeführte Stück »Das doppelte Lottchen« von Erich Kästner entschieden. Luise und Lotte, Zwillingsschwestern, die voneinander nichts wissen, bis sie in einem Ferienheim in Seebühl am Büdelsee zum ersten Mal aufeinandertreffen. Nach dem ersten Schock über dasselbe Aussehen wird ihnen schnell klar, dass das natürlich kein Zufall ist. Gemeinsam verbringen sie nicht nur unvergessliche Tage, sondern hacken auch einen Plan aus. Doch warum ist denn die Wahl der Theo-Studio-Bühne ausgerechnet auf dieses Kinderstück gefallen? Aus zwei Gründen. Erstens ist das doppelte Lottchen eine Geschichte, die ich sehr gern mag und die ich nach wie vor sehr aktuell finde, ja, weil wir wissen, jede zweite Ehe wird geschieden. Patchwork-Familie ist so ist in den Sprachgebrauch eingegangen und das ist eine sehr schöne, poetische Geschichte über dieses Thema. Und es hat einen praktischen, privaten Grund, weil die zwei Fasshuber-Schwestern noch nie gemeinsam auf der Bühne gestanden sind. Also die waren schon in einem Stück gemeinsam, aber sie haben nie Szenen gemeinsam gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, dann machen wir mit euch das doppelte Lottchen, das ist perfekt. Voller Spannung und Aufregung sitzen die Kinder mit großen Augen im Theater, lauschen gespannt und sind gebannt von dem, was auf der Bühne passiert. Genau diese unmittelbare Reaktion ist auch der Ansporn für Holger Schober. Ja, das Schönste ist, dass erstens die unmittelbare Reaktion, weil Kinder lügen nicht und Kinder geben nichts vor, irgendwas zu mögen oder nicht. Die reagieren einfach, die staunen, die können noch staunen und das ist einfach das Schönste. Und man kann bei Kindern fast alles machen, das ist das Schöne. Ich komme immer wieder drauf, dass Kinder, gerade was Humor betrifft, oft viel schneller was überreißen als Erwachsene. Und das ist eigentlich das Schöne drum. Und ich habe anscheinend so einen kindlichen Humor mir bewahrt, dass ich so ein Publikum auch brauche für meine Sachen. Den genauen Spielplan finden Sie natürlich im Internet unter www.co.at. Der Kalchberghang in Obdach war am Feiertag, dem Dreikönigstag, der Austragungsort eines internationalen Fiesrennens. Wir waren natürlich für Sie mit dabei. Es herrscht internationales Flair am Kalchberghang in Obdach bei den internationalen Fiesttagen der Herden, die am 6. und 7. Jänner durchgeführt wurden. Insgesamt stehen 14 Nationen und 117 Läufer aus Ländern wie Kanada, Slowenien, Kroatien, Italien und natürlich auch Österreich am Start, um den selektiven und doch herausfordernden Hang zu bezwingen. Einmal mehr hat das Team des Skiliftes Obdach unter Beweis gestellt, dass man für derart große Rennen gerüstet ist. Ja, ich glaube, wir sind sehr stolz drauf. Also die Piste ist heute in einem sehr guten Zustand. Wir haben 117 Starter am Start von 14 Nationen. Ja, die Skilift Obdach hat wieder bewiesen, dass er eine sehr gute Schneequalität hat. Das war jetzt in den letzten Wochen schon gesehen, dass wir viel trainiert haben, dass viele Mannschaften da waren, das Training genutzt haben. Ja, und der erste Durchgang ist jetzt mit einigen Schwierigkeiten vorbei. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es im zweiten Lauf dann ganz gut weitergeht. Diese Strecke ist ja eine homologierte Weltcup-Piste. Was genau heißt denn das eigentlich? Ja, es ist so, dass es eine FIS-Homologierung gibt. Das heißt, es muss einen gewissen Höhenunterschied und eine gewisse Streckenlänge erfüllen. Das ist bei uns erfüllt. Also wir haben 180 Höhenmeter, 562 Meter Streckenlänge. Und das ist für die FIS-Rennen und wäre natürlich auch für einen Weltcup geeignet, weil wir könnten den Start noch weiter rauf verlegen. Aber für die FIS-Rennen ist das sehr ausreichend. Fast 95% Kunstschnee bieten allen Läufern perfekte Bedingungen. Und nicht zuletzt die vielen freiwilligen Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Auch wenn der ein oder andere mit den Tücken des Kalchberghanges zu kämpfen hat. So auch Andreas Meckler vom USV Greischberg, der leider im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Oh
Warum? Was war das Problem? Ein bisschen zu weit hinten reingesetzt, dann sind mir die Skispitzen gekommen und dann bin ich leider ausgefallen. Und was sagst du dazu, dass das Rennen jetzt quasi vor der Haustür in Obdach stattfindet? Ja, ist stressig, jetzt ja wieder. Und taugt mir da auf jeden Fall, der Hang ist cool, gute Besetzung ist auch da, passt gut so. Übrigens werden auch die FIS-Rennen der Damen in Obdach durchgeführt. Hier sprengt man für Filzmoos ein und beweist damit, dass sich die Investitionen im letzten Jahr gelohnt haben und Skifahren mitten im Ort für alle ein Genuss ist. Die Milchbauern in Österreich blicken im Jahr 2015 auf ein sehr schwieriges Jahr zurück. Wir haben uns die aktuelle Lage einmal genauer für sie angesehen. In der Steiermark gibt es im Jahr 2014 6.570 Milchbauern, die durchschnittlich 12,5 Milchkühe in ihrem Betrieb haben. Diese geben eine Milchleistung von 24 Litern pro Tag. Somit versorgt die Durchschnittskuh 70 Personen mit Milch, 90 mit Trinkmilch, Joghurt oder Sauerrahm und 310 Personen mit Teebutter. Trotz deren Wichtigkeit blicken die steirischen Milchbäuerinnen und Bauern auf ein sehr schwieriges Jahr zurück. Der Erzeugermilchpreis, den sie für ein Kilogramm gentechnikfrei hergestellte Milch der besten Qualitätsklasse erhalten, liegt im Steiermarkschnitt nur bei 30,73 Cent. Das ist ein Minus von rund 10 Cent gegenüber dem Jänner 2014 oder von minus 25%. Die Milcherzeugung ist nicht mehr kostendeckend. Die Milchbäuerinnen und Bauern arbeiten ohne Lohn. Viele Betriebe sind in Existenzgefahr, warnt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Ditschenbacher und verlangt daher, wie in anderen europäischen Ländern auch, eine Solidaritätsaktion für heimische Milchbäuerinnen und Bauern durch den Lebensmittelhandel und Konsumenten. Konkret sollen beim Verkauf von einem Liter Trinkmilch, einem Viertelkilogramm Butter sowie von 10 Decker Käse ein Regionalbonus von 10 Cent zugunsten der heimischen Milchbäuerinnen und Bauern eingehoben werden. Pro Konsument und Jahr würde sich dies mit 30 Euro zu Buche schlagen. Das entspricht 0,16% eines durchschnittlichen Jahresnettoeinkommens. Dieser Regionalbonus soll ein wesentlicher Beitrag zur Aufrechterhaltung der überwiegend im Berggebiet stattfindenden Milcherzeugung geleistet werden und gleichzeitig auch die gentechnikfreie heimische Milchproduktion angemessen honoriert werden. Denn sichern doch 6.570 steirische Milchbäuerinnen und Bauern direkt und indirekt rund 16.500 Arbeitsplätze in der Grünen Mark. It's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Jetzt Probefahren im Autohaus Kinzel in Judenburg. Highspeed-Surfen über Kabel-TV mit iNet mit 30, 50, 75 oder 100 Mbit Bandbreite. Kein Datentransferlimit, Service vor Ort, keine Servicepauschale und keine Herstellungskosten. Alle Produkte bis 31.01.2016, 3 Monate gratis. iNet, das schnellste Internet im Eichfeld. Das ist keine Straße. Das ist eine Einladung. Das ist nicht Fahren. Das ist Carving. Das sind keine schlechten Bedingungen, denn die gibt es nicht. Okay, das ist Eis. Na und? Das ist kein Berg. Es ist das nächste Level. Das ist kein normaler Allradantrieb. Das ist Quattro. Jetzt Probefahren im Autohaus Neubauer in Eichdorf. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI,
Bildung, Freude inklusive. Senioren und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren und Pflegeheim Haus Elvira. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Ski und Fun Klein Lubmin bietet preiswertes Skivergnügen für die ganze Familie direkt vor ihrer Haustüre. Mit dem neuen Zeitwertkartensystem bietet Klein Lubmin ein einzigartiges Angebot, das individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Nachtskifahren in Klein Lubmin gibt's von Donnerstag bis Samstag von 19 bis 21 Uhr zum Sensationspreis von nur 10 Euro. Ski und Fun Klein Lubmin. Wo findet man die neuesten Trends? In der City. Wo sonst? Alles, was jetzt angesagt ist für Sie und ihn und für die Kids. Die besten Marken, die größte Auswahl von Mode, Schuhen über Accessoires und Beauty bis hin zu Elektronik und Spielwaren. Für jeden Geschmack, jedes Alter und für jede Geldbörse. In der City? Wo sonst? Leoben City Shopping, das größte Shoppingcenter der Obersteiermark. Direkt am Leobener Hauptplatz. In der City. Wo sonst? Kleines, aber feines Skivergnügen, wie es die Erwachsenen von heute in ihrer Kindheit erlebt haben. Leben Sie die Geschichte eines Skiliftes, der Sie in einen Winter wie damals entführt. Skifahren mitten im Ort, schneesicher durch die neue Beschneiungsanlage. Lernen Sie jetzt Skifahren mit den Profis der Schneeschule Klinger. Und für Kinder gibt es einen ganz neu gestalteten Kinderbereich mit Zauberteppich und Übungslift. Alle Infos gibt's unter www.skilift-obdach.at. Natürlich gibt's auch im neuen Jahr wieder das Interview der Woche für Sie und diesmal dreht sich alles um das Thema gesunde Ernährung und Abnehmen. Natürlich gibt es auch im heurigen Jahr wieder unser Interview der Woche und diesmal hat es uns zum Vitaltreff Murtal geführt. Bei mir begrüße ich sehr herzlich die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Bettina Semata. Schönen Nachmittag und danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Danke, ich freue mich auch. Bettina, gerade jetzt nach den Feiertagen und zu Jahresbeginn gibt es viele Vorsätze. Einer davon ist abzunehmen und das natürlich möglichst schnell und lang anhaltend. Genau da kommst du als Expertin zum Zug. Seit mehr als 16 Jahren begleitest du Personen zu diesem Thema. Wie bist du denn selbst dazu gekommen und welche Erfahrungen hast du in all diesen Jahren gemacht? 16 Jahre, ja, eine lange Zeit, das stimmt. Ich selbst in jungen Jahren bin ich dazu gestoßen. Mein Thema war, dass ich als diplomierte Krankenschwester im Wechseldienst gearbeitet habe und das mit Essenszeiten und Rhythmus zu finden immer schwer war und ist, dann regelmäßig zu essen. Was isst man, vor allem im Nachtdienst auch? Und weil ich auch aus einer übergewichtigen Familie komme, hat es mich gleich angesprochen. Irgendwann war dann auch Schwangerschaft und Stillzeit ein Thema und ich wollte einfach meine Figur behalten. Wenn man jetzt dauerhaft abnehmen möchte, wie schafft man das jetzt? Welche Bedingungen braucht man dazu? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Rhythmus hat, dass man auch seinen Körper ein bisschen kennt. Es ist ganz unterschiedlich, ob man Mann, Frau ist. Es kommt auch auf die Gewichtszusammensetzung drauf an. Also man kann mit 60 Kilo, ich habe da so ein Bild vorbereitet zum Beispiel, unterschiedlich aussehen. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, wie setzt sich der Körper zusammen, was an meinem Körpergewicht ist wirklich Muskelmasse, was ist Körperfettanteil, wie hoch ist der Wasseranteil. Und dann kann man natürlich auch die Aktivität
Diäten bin ich sehr aktiv, bin ich nicht so aktiv. Man muss, glaube ich, essen, trinken und Bewegung, das sind die drei Säulen, die einfach wichtig sind. Und dann aber abstimmen, wenn ich halt aktiver bin, darf ich auch ein bisschen mehr essen. Bin ich nicht so aktiv, da sollte ich ein bisschen auf die Kalorien schauen. Und ich mache hier auch im Körper Analysen und da kann man sich dann ganz gut richten, um zu schauen, was passt in meinen individuellen Tagesablauf. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ist auch wieder unterschiedlich, bin ich groß gebaut, bin ich kleiner, also es ist sehr individuell. Ist es auch so, dass das Gewicht einen zu oft zu fokussieren lässt, dass man sagt, ich möchte jetzt unbedingt, weiß nicht, 50 Kilo haben und in Wahrheit brauche ich das eigentlich gar nicht? Genau. Also ich glaube auch, da muss ich sehr klein sein für 50 Kilo, weil das waren, bei vielen Männern haben schon Muskelmasse alleine über 60, 70 Kilo, oft auch mehr. Also diese Körperzusammensetzung ist ganz interessant. Viele glauben, man hat schwere Knochen. Die Knochen sind doch nicht immer so schwer. Wasseranteil ist ein großer Anteil. Und auch das mit dem Wassertrinken ist immer so individuell. Wie viel brauche ich wirklich? Kommen auch immer mehr Mütter zu mir. Mein Kind trinkt zu wenig. Das ist oft auch so ein Thema. Man kann das individuell ein bisschen zusammensetzen. Und Flüssigkeit, welche Art von Flüssigkeit, wie kann man das bei Kind auch besser hinkriegen? Also das ist auch ein bisschen so Thema und Spezialthema, was ich hier anbiete, zur Beratung, zur Information einfach auch. Okay. Klar ist natürlich, dass man selbst vor allem den Willen und auch das Durchhaltevermögen aufbringen muss. Wie schaut es jetzt aber eigentlich mit dem Umfeld aus? Wenn ich jetzt abnehmen möchte oder wenn jemand in meiner Familie abnehmen möchte, wie unterstütze ich denn diesen am besten? Das merke ich hier immer wieder, hier im Vitaltreff, dass die Gruppendynamik ist gigantisch. Oftmals hat man so den Ehrgeiz, dann braucht man auch sofort eine Beratung. Also diese Einzelgespräche, Beratungen, deswegen ich bin auch nur auf Termine hier im Vitaltreff, dass ich mir Zeit nehmen kann. Und dann finden sich hier sehr viele Leute. Also wir haben in diesem Jahr auch ganz viele oder die ganzen Jahre hindurch viele gemeinsame Aktivitäten auch gemacht, gemeinsam Bewegung. Also ich zu Hause alleine, selbst mit Kindern, man motiviert sich schwer, etwas zu machen, zu turnen, sich bewegen, Dehnungsübungen zu machen, Kleinigkeiten. Aber hier in der Gruppe schafft man es ganz gut. Ich komme aus einer übergewichtigen Familie. Oft der Prophet im eigenen Haus ist schwieriger. Das merke ich immer wieder. Aber selbst meine Mutter hat es jetzt im letzten Jahr geschafft, 12 Kilo zu reduzieren, das mich sehr stolz macht. Sie ist ein bisschen aktivere Oma jetzt. Und das war aber schwierig auch für sie, aus diesem Alltagstrott rauszukommen, aber es, wie man sieht, es geht und gemeinsam geht es meistens auch leichter. Ist vielleicht auch das eine Motivation, wenn du sagst, sie ist eine aktivere Oma, dass man sich vorstellt, was man alles machen kann, wenn man weniger Gewicht hat? Bestimmt. Und sie hat sich motivieren lassen, diese Körperanalyse zu machen. Da gibt es dann auch so einen Wert, der nennt sich Stoffwechselalter und der ist sehr aussagekräftig und da war sie dann auch mal geschockt über ihre Werte, muss man auch sagen. Das ist vielleicht oftmals auch so ein Thema, jetzt sollte ich wirklich was tun. Viele wissen, ich bin in einem Risikobereich, schaffen es aber alleine nicht. Und da ist wirklich super, wenn sie einen Ansprechpartner haben, der sie ein bisschen an der Hand nimmt und dann auch Personen, Gleichgesinnte zusammenführt. Und ich glaube, das ist auch ganz ein großer Erfolg hier. Und man hat gemeinsam viel Spaß. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Da war die Oma zum Beispiel mit auf der Ruine in Eppenstein oder gemeinsame Aktivitäten. Ich habe die Pensionistenhütte in Judenburg kennengelernt, Kollegin aus Obdach, die letztes Jahr 20 Kilo reduziert hat, hat so nett gesagt, jetzt lerne ich endlich die Gegend kennen. Also das war so ein Thema, dass man gemeinsam draußen was macht oder bei schlechtem Wetter auch hier. Auch gestern haben wir uns hier getroffen, Dehnungsübungen, Turnübungen gemacht, aber in lockerer, einfachen Atmosphäre, nicht so an Druck und an Zwang, da kann die Oma genauso mitmachen, wie auch Kinder sind erwünscht. Habe eine kleine Kinderecke, bin ja selber Mama, also das ist in der Gruppe vielleicht auch einfacher. Was sind denn so die größten Fehler, die man jetzt machen kann? Wie gelingt es auf gar keinen Fall abzunehmen und welchen Versuchungen sollte man unbedingt widerstehen? Gibt es da etwas? Das nach den Feiertagen. Also man darf auch sündigen. Also meine Kunden hier dürfen auch Schummeltage haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch zu einem guten Essen mal ein gutes Glas dazu zu trinken. Es ist alles okay. Ich sage meinen Kunden oft so ein bisschen die Waage halten, versucht ein Gleichgewicht reinzubringen. So am Montag bis Freitag Rhythmus. Wenn der Sonntag dann der Schummeltag ist, ist okay. Was wir auch anbieten, wir haben Rezeptaustausch. Also es gibt auch gesunde Leckereien. Also
man kommt alleine oft gar nicht auf diese Rezepte, auf diese Dinge, das auch gut schmecken kann, gesund sein kann. Ich glaube, ein Fehler ist, wenn man sich so ein bisschen einigelt zu Hause, sich das Aufraffen vielleicht, kann das oft auch ein Auslöser in der Familie oder irgendwie ein Anstoß sein, einmal sich aufzuraffen. Fehler machen vielleicht manche auch mit diesem einseitigen Essen, oder man glaubt dann, abnehmen mit nichts mehr essen wird auch nicht funktionieren. Also gerade Wohlfühlgewicht, da gehört Essen und Trinken dazu, und ich merke bei meinen Kunden, dass manche sich zu sehr kasteien, also eher zu wenig essen und vor allem vom richtigen zu wenig essen, als wie wenn sie einen besseren Rhythmus finden. Und da ist, glaube ich, Aufklärung, viele wissen es, aber dieses Umsetzen und diesen Antrieb zu finden. Ja. Aber jetzt sind ja die guten Vorsätze wieder da, da kommen mehr als wie vor Weihnachten, aber ich glaube, das gemeinsame sich aufraffen, sich anzuschauen oder vielleicht Ängste auch scheitern zu können, das war bei der Oma auch so ein Thema, aber braucht man nicht haben. Wenn man es nicht probiert, weiß man es auch nicht. Ja. Also ich glaube, es nicht zu tun, ist ein Fehler. Ja. Wegzuschauen, eher hinzuschauen. Gibt es etwas, wo du sagst, in diesen 16 Jahren, das war für dich ein ganz besonderes Erlebnis, wo dein Mensch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, der jetzt wirklich gut abgenommen hat und das auch dauerhaft? Viele, Gott sei Dank. Darum gibt es mich immer noch. Das motiviert mich eher am allermeisten. Ich selber, trotz übergewichtigen Familie, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder, also wirklich die Kinder mit einzubinden. Wir versuchen, einen aktiveren, besseren Lebensstil vorzuleben und das dann einfach auch weiterzugeben. Erfolgserlebnisse, auch dieser Blick auf der Ruine waren so, also glückliche Momente, Leute mitzureisen, die Momente, Wenn du dann auch umarmt wirst von Kunden und zu sagen einfach danke, dass die gibt, oder Geburtstagskarte, wo es dann einfach drinsteht, so schön, dass dich gibt und bitte bleib so, wie du bist, oder so, wirklich diese Dankbarkeit von den Kunden, das ist mein größtes Danke, wo sie kriegen kann, und ich wünsche mir da auch, dass das noch weiter gut so läuft. Okay. Das haben wir schon gehört, im Vitaltreff gibt es einiges. Es gibt dieses Gewichtsmanagement und die Ernährungstipps, es gibt das gemeinsame Turnen. Was kann man denn sonst noch alles bei euch entdecken? Wohlfühlen von außen, von innen. Wir haben auch Beauty, also ein bisschen in die Richtung gesunde oder gute Gesichts- und Körperpflegeprodukte. Ich bin auch Zirbenlandvertreter, also auch Produkte aus der Region werden hier angeboten. Ist auch ganz wichtig. Ich sage immer saisonbedingt und regionsbezogen. Essen, Trinken, Früchte auch aus der Saison. Also ich motiviere auch in diese Richtung. Durch meine jahrelange berufliche Erfahrung als Diplom-Krankenschwester kommt auch Diabetesberatung, Demenzvorsorge immer mehr, auch Verdauungsprobleme in jedem Alter. Da kommen auch immer mehr Kinder, Jugendliche im Alter, auch ein großes Thema, wo man in die Richtung einfach Prävention vielleicht auch machen kann. Okay. Natürlich möchten wir dieses Interview auch nutzen, um dich als Privatperson ein bisschen kennenzulernen. Was zeichnet deine Person aus? Was glaubst du, schätzt deine Familie ganz besonders an dir? Das ist eine ganz nette Frage, die ich selbst beantworten soll, ist gut. Ich bin Mama von 2 Kindern. Ich habe einen Sohn mit 6 Jahren und eine Tochter mit 12. Ich glaube, Gelassenheit, Ruhe, Geduld ist was, was ich schon ausstrahle, auch in der Familie. Und ich versuche, immer fröhlich zu sein, also nicht grantig aufzustehen oder bockig zu sein, das so kennt man mich, glaube ich, nicht. Ich bin eher lebensfroh und strahle gerne, lächle gerne. Okay. Super, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich dich bitte, mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit? Auf jeden Fall einem guten, gesunden Frühstück. Mein Vorsatz für das neue Jahr lautet? Mehr Wohlbefinden für mich, meine Familie und auch an viele, viele hoffentlich Personen, vielleicht auch den einen oder anderen, der das heute hört, einfach viel mehr Wohlfühlgewicht oder mehr Wohlbefinden hinauszutragen. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Ganz, ganz viele glückliche, sonnige Momente für mich, meine Familie, meine Kunden oder so gemeinsame Ausflüge, einfach Glück, Zufriedenheit, Gesundheit. Das wünschen auch wir dir, sagen vielen herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin mit dem Vitaltreff Murtal. Dankeschön. Danke.
Das war es auch schon wieder von Kanal 3 für diese Woche. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich bei Ihnen fürs Zusehen bedanken. Weitere Infos zu uns finden Sie unter www.kanal3.tv und wir sind natürlich auch auf Facebook und YouTube. Das aktuelle Programm entnehmen Sie bitte der neuesten Ausgabe der Murtaler Zeitung und den Obersteirischen Nachrichten. Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche.